16 Jahre keine Hygiene von Stegi. Stegi habe ich letztens kennengelernt auf der Silvesterfeier vom lieben Freddy. Super lieber Typ. 16 Jahre klang keine Hygiene. Da schauen wir mal rein, Alter. Wer ist Hugo? Muss man Hugo kennen? Hat Hugo 16 Jahre keine Hygiene gemacht? Also ihr müsst jetzt echt nicht einen machen auf, yo, ich bin voll Adel und so. Jungs, wenn ihr pissen geht, wäscht ihr euch nach dem Pissen die Hände? Ja, weil ekelhaft und Bakterien? Ein du nicht? In den Chat, wenn ja, zwei in den Chat, wenn nein. Also Leute, wascht ihr euch nach dem Pissen die Hände? Ich verstehe die Frage nicht, weil es ist eigentlich selbstverständlich. Nein? Nein, Spaß. Natürlich ja. Ja, ja, ja. Ja, ich wollte schon, also, what the fuck? Wer macht das denn nicht? Ist schon ein bisschen widerlich. Ich bin zwei. Ja, ich sag solche Untermenschen, die eins schreiben, ne? Also, ich würde sagen, du bist ein Untermensch, wenn du es nicht tust. Bruder, beim Pissen habt ihr keinen sauberen Schwanz, oder was? Nichts damit zu tun. Deswegen, ich will euch eigentlich was sagen, so auf ehrlicher Basis, aber wenn ihr schon so geekelt seid, wenn ich mir beim Pissen die Hände nicht wasche, Digga, dann seid ihr bei dem anderen noch mehr geekelt, Digga. Was kommt denn jetzt? Nee, wenn ihr euch in eurem Bett einjackst und das dann auf die Hand kommt, wascht ihr die? Hä, was ist mit ihm? Aber wenn es viel ist, ja, wenn es nicht so viel ist, dann juckt, Digga, dann wischt ihr das kurz in der Hose ab und dann easy. Alter, was ist mit dem? Ich fühle mich gerade wie der letzte Meme. Ja, what the fuck, Bruder? Jo. Alter, richtig räudiger. Ich esse jetzt gleich was mit den Händen. Ja, okay, dann wasche ich halt manchmal. Aber. Ja. Habt ihr schon mal Klowasser getrunken? Digga, das wird ja immer schlimmer. Nein. Und habt ihr schon mal Klowasser getrunken, Leute? Gerade ist ein bisschen in meinen Mund reingegangen. Also, ich weiß nicht mal, wie actually. Ich glaube, es hat einfach nach geschmeckt. Wenn ich pissen gehe, öffentlichen Toiletten, dann sehe ich da immer Leute, die nach dem Pissen ihre Hände waschen. Und einfach nur, damit ich nicht so komisch aussehe, gehe ich immer ins Waschbecken und tue so, als würde ich meine Hände waschen. Ich weiß nicht warum. Also, ich tue einfach nur so, als würde ich sie waschen, aber dabei wasche ich sie eigentlich gar nicht. Digga, anstatt zu tun und die zu waschen, kannst du sie einfach waschen. Du bist ja absolut lost, Hugo. Einfach nur, damit ich dich weird aussehe. Hasse, nicht geschafft. Warum macht ihr es dann nicht einfach? Du, what the fuck? Es ist einfach wirklich einfach dumm, seine Hände nicht. Ich sag nur an der Stelle, ihr fasst schon perfekt zusammen. Bah! Ey, es ist absolut abstoßend. Zu waschen, keine Ahnung. Glaubt ihr, er wäscht jetzt bei Corona seine Hände? Ich hoffe es. Junge, was ist mit ihm? Wait, what? Digga. Vor allem, er erzählt es und ist halt so übertrieben stolz gerade da drauf. Also, er hat quasi gekackt und dann ist das Wasser hochgespritzt bis zu seinem Mund. Was war denn das für eine Bombe, die der da gedroppt hat, Alter, wenn das so hoch spricht? What the fuck, also ein widerlicher Typ. Hugo hat Danny auf der Skala der Weirdness heute mit den Clips überholt. Ruppige Bastard einfach. Aber ich kann es halt auch nicht relaten, weil er halt Zeit verkackt. Ich denke immer logisch, Digga, weil guck, ich habe halt auch oft keinen Bock, Hände zu waschen. Ist jetzt egal, was ich mache, weil ich dann halt einfach Time waste. Das hat... Was? Einfach nur Time waste, das bringt mir halt nichts. Kommt da jetzt noch mehr? Abend. Freut mich, dass ihr alle hier seid. Stopp, stopp, stopp. Hugo pisst. Was? Hugo pisst in den Garten? Okay. Hugo schreibt stopp, stopp, stopp. Und ich kann dir was erklären. Hugo wäscht seine Hände nicht nach dem Wichsen? Was? Gut, der ist wichtig. Hi. Moin. Ey, da wurde so... Jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. So viel missverstanden. Okay, was heißt missverstanden? Jetzt bin ich gespannt, was haben wir missverstanden, mein Lieber? Was haben wir missverstanden? Du hast deine Hände vielleicht noch nie gewaschen? Standen. Ja, also in dem Stream von heute habe ich sehr viel gesagt. Und ja, die denken jetzt an. Ja, sehr viel Müll. Ich wäre so der absolute Ekelpaket und so. Hugo pisst in den Garten. Wäre ich nicht zu faul, dann würde ich sogar jedes Mal beim Pissen rausgehen in meinen Garten und da reinpissen. Sagen wir mal so, hätte ich eine eigene Wohnung mit Garten, ich würde jedes Mal zum Pissen in meinen Garten rausgehen. Ja, was? Was ist mit dir?
Ist fertig? Ja, mit dem ersten Clip bin ich fertig, ja. Was wurde da gesagt? Ja, was du halt gesagt hast. Ich hab da nicht dazu gedichtet oder sowas. Da wurde gesagt, ich würde halt in den Garten pissen, wenn ich ein Haus hätte oder eine Wohnung hätte mit Garten. Das zum Beispiel ist jetzt der erste so Clip, der so, also der wirklich nicht, also wahrscheinlich, also... Sprachenlernen-Bubble. Junge, was ist denn? Der versucht sich jetzt irgendwie rauszureden, aber nee, Luna, aus dem Moment kommst du nicht mehr raus. Jungs, wenn ihr euch in eurem Bett einjackst und das dann auf die Hand kommt, wascht ihr die? Man wäscht sich generell die Hände, wenn irgendwie... Man sollte sich generell auf die Hände waschen. So ein ekelhafter Bastard. Ja. Dreckslache. Hä? Ja, manchmal, ne? Manchmal. Wenn's viel ist, ja, aber wenn's nicht so viel ist, dann juckt, Digga. Dann wischt ihr das kurz in der Hose ab und dann... Easy. Ja, bitte, Mama Hugo, red mal ein Wörtchen mit deinem Sohn. Hugo, hast du mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn du das an der Hose abwäschst? Die Hose wäscht sich nicht selbst. Dann hat halt die Hose deine Mama in der Hand und sowas. Junge, was... Ja, denk mal drüber nach. Nein, denk mal drüber nach, Bruder. Wie mach ich das? Du kannst jetzt nicht sagen, dass das ein Gag war. Digga, du hast diese Denkpause gehabt, in dem du gedacht hast, fuck, wie rette ich mich da jetzt? Und dann hat einer wahrscheinlich geschrieben, ja, manchmal. Und du komplett so dieses, ja, guck, manchmal macht man das nur, oder? Und du bist komplett lost. Du hast dich so richtig gefreut. Ey, Alter, ist auf meiner Seite, ey. Ich bin nicht komplett der Lost. Halt Maul, natürlich. Weisheit Nummer 3, Leute. Weiter geht's. Es gibt noch einen Clip. Kennst du beim Schwimmer diese Baby-Schwimmbecken da? Mhm. Nein. Oh. Ich hab halt im Stream gesagt, Bruder, das Ding ist, das ist halt alles voller Pisse, aber irgendwie hab ich richtig Bock, da rumzuplanschen. Boah, so als Kind, ja. Ey, komm, sind wir mal ganz ehrlich, jeder hat als Kind mal in den Pool gepisst oder mich jetzt auch so ekelhaft wie Hugo. Aber... Deswegen da schwimmen wollen zu gehen. Da muss ich einfach nur ganz, da wird mir zu wild, da muss ich ganz dringend los, Alter. Das ist ja echt anders los. Es piekst so an der Haut wegen der Pisse wahrscheinlich. Aber irgendwie ist es trotzdem entspannt, weil es halt so heiß ist. Kennst du Whirlpools? Und denken jetzt alle so, yo, ich stehe auf Pisse und will in Pisse baden. Ja, wenn du es gesagt hast. Klang aber auch so. Was ich gesagt habe, ja. Aber ich glaube, davon gibt es keinen Clip. Wenn ich früher auf Toilette musste, dann habe ich halt entweder direkt ins Waschbecken reingepisst in der Küche. Stell dich mal vor, es pisst einen die ganze Zeit scheiß Waschbecken und ihr wascht euch da eure Hände und wisst es nicht. Ich hoffe, das macht hier keiner von den Jungs in dem WG. Kann den Typen einer mit Desinfektionsmittel einreiben, dass Oder zuerst in den Blick. Vor allem, als du klein warst. Ich krieg nur Herpes vom Gucken hier. Genug gewesen sein, um da überhaupt Nein. Ich hab immer einen Stuhl genommen, hab mich draufgestellt und dann... Alter, fuck. Und wenn ich... Alter, komplett RIP. Wenn ich keinen Bock hatte auf den Stuhl, dann hab ich mir so einen Plastikkarton... Was hast du mit dem Plastikkarton gemacht? Dann hab ich da reingepisst und hab's in den Waschbecken reingeschüttet. Definiere waschen. Was waschen? Ich muss dir doch nicht erklären, wie man Hände wäscht. Ja, mit Wasser. Ja, und Seife. Ja. Aber nicht jedes Mal Seife. Ja. Oh Gott, nein. Jungs, Hände waschen. Lifehack. Du nimmst bup, Seife. Du gehst Wasser, Hände feucht, wäscht, singst in einem Kopf einmal Happy Birthday durch, weil dann hast du ungefähr die Zeit, durch die du Hände waschen musst und wäscht die ab. Wichtig, Handrücken, Handzwischenräume, Fingernägels. Kacken zum Beispiel dann sowieso. Am liebsten würde sich Marius ein komplettes Desinfektionsmittel einreiben, Alter. Aber oh, danke schön. Vielen Dank. Nee, danke, Hugo. Ohne Scheiß. Danke, dass du so eine Herrung, dass du das eben in Kauf nimmst, deine Hände für uns zu waschen. Ja, das Ding ist, jetzt denkt jeder, ich war so richtig dreckig. Ja, bist du auch. Oh, das stimmt gar nicht. Okay, gut. Das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich. Willst du das jetzt irgendwie belegen oder sowas? Oder? Junge, ich hab keine Bakterien oder so. Ach, bist du bakterienfrei? Stimmt, nein. Luxemburg soll Wenn du bakterienfrei wärst, dann würdest du gar nicht leben. Bakterien sind wichtig für den Organismus. Also nicht bestimmte. Bakterienfrei sein, Hugo. Digga, ich wechsle halt so oft meine Unterhose. Holy shit. Ja, und deswegen bin ich sauber. Ja, auch. Die Logik. Alter, ich habe einen ganzen Körper, aber ich wechsle immer die Unterhose. Deswegen ist meine Füße sind sauber, weil ich die Unterhose wechsle. Wahrscheinlich. Okay, stimmt.
Jetzt hast du und so weiter. Alter, ich will nicht wissen, was alles an dieser Tastatur und der Maus von dem klebt, ey. An Eiern. Also, ich versuche es jetzt, weil ihr koppelt alle gegen seid. Ich versuche es jetzt. Er versucht jetzt Hände zu waschen, Alter. Ein Clap. Alter. So, ich mach es. Leute, lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch. Jungs, Hugo braucht Hilfe. Er muss Hände waschen lernen. Deswegen geht alle mal zu Stege rüber, supportet den Jungen. Der hat auf Hugos Missstand aufmerksam gemacht.